Und ich glaube, die hässlichen roten Goombas, die haben auch Eichelpilz. Aber nicht den als Power-Up. If you know what I mean. Bullet Bills. Die besten Freunde von Pest War 1349. Aua. Ich hab Aua gesagt. Seid doch mal fair hier. Habt mal ein bisschen Rücksicht. Ja, ich finde Pinguine im Allgemeinen süß. Nicht nur die aus Mario. Muss ich ja jetzt mal... Alter, wie soll man denn da schnell genug... Okay, es geht doch. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, das hat er jetzt nicht gemacht. Der hat mir jetzt nicht die Plattform im Arsch gemacht. Hm? Oh, das ist doch wohl... Ich glaube, für jeden Bullet Bill, der mich trifft, müsste ich mal einen kurzen trinken. Wäre ich auch schon schnell betrunken. Nach dem Level schon, oder was? Alter. Ah! Nicht mein Tag heute. Nicht mein fucking Tag heute. Ja, die Münzen dachten wohl, die können sich da verstecken, hä? Wo ist jetzt die dritte Starcoin? Aber... Moment. Viel wichtiger ist doch die Frage, seit wann kümmere ich mich darum? Weil ich ja nicht so der... Ihr wisst... Alter. Diese eine Millisekunde hätte mir das Spiel doch noch gönnen können. Okay. Dann eben ohne dritte Starcoin. Genau. Raus! So, was sagt die Uhr? Ja, circa Viertelstunde haben wir noch. Okay, wir machen noch den Level vor dem Geisterhaus. Euch geht Zapftis. Mit einem schönen Gruß nach Bayern bei diesen Levelnamen, hä? Wie was, Fu? Wolltest du zuerst das Geisterhaus sehen? Hey, seh es mal so, Scarlett. Vielleicht kriegen wir das so hin, dass das Geisterhaus dann zeitlich der Abschluss des Streams ist. Und das wäre doch dann ein netter Abschluss. Das ist bestimmt auch kein angenehmer Tod. Man hat den Arsch eines Klempners beim Rutschen ins Gesicht gekriegt. Und ist daran gestorben. Ich habe den Namen nicht gesehen. Der Levelname ist Ice Skate Zapftis. Als Anspielung aufs Oktoberfest. Oh, Zapftis. Hey, da war doch bestimmt was. Ja, ja, ich sehe schon, dass da was versteckt ist. Verdammte Axt. Naja, was soll's. Ja, ab und zu habe ich mal wieder so einen Moment. Da schaffe ich es mit den roten Münzen. Also ich habe den Führerschein nie gemacht. Mir hat damals immer das Geld gefehlt. Und naja, seit ich diesen Vorfall im Krankenhaus hatte... Und ich nur noch eingeschränkt deswegen arbeitsfähig bin. Scheiße. Ich muss so einige Medikamente nehmen, wegen denen ich sag mal, ja, nicht mehr unbedingt hinter das Steuer sollte.
Okay, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ich liebe die Zensurtaste auf meinem Interface. Jesus, Maria und Josef, das ist mir jetzt nicht passiert. Nein, 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 nein. Den hätte ich gebraucht, um da hochzukommen, oder? Ach, Scarlett, du hast doch heute genug Fails von mir geklippt, oder? Da waren bestimmt so, weiß ich nicht, 5, 6 Stück dabei, die clipwürdig waren. Hätte die andere Röhre jetzt zu demselben... Ja. Hey, es ist sogar besser, dass ich diesen Ausgang genommen habe. Da kriege ich wenigstens noch eine von den Starcoins. Oh yeah, Mario Time. Ja. Na gut, holen wir uns jetzt noch mal ein paar Items. Wobei, bei meinem Glück. Ich frage mich jetzt nur, welcher Körb gemeint ist. Natürlich mal wieder nicht richtig aufgepasst. Grüße aus Zürich, jo. Also, haben wir hier gerade alles. Aus Deutschland, gebürtige Österreicherin und ein Schweizer. Team DACH, ne? So sagen sie es ja immer online irgendwo. So. Moment mal, wieso will ich mit dem Item da rein? Gut, also. Was? P-Schalter-Paradies? Ja, das kann ja was werden bei dem Namen. Geisterhäuser dauern meistens ein bisschen länger. Von daher. Ich vergesse immer... Ach Mist. Ich vergesse immer, dass man ja die P-Switches hier nicht wie in Super Mario World tragen kann. Verdammt. Was wollte ich sagen? Also, die Geisterhäuser, die dauern ja gerne mal ein bisschen länger. Von daher, da ich ja um 21 Uhr Schluss machen wollte. Ne? Ja, wie... Ah, der ist das. So, da musste ich jetzt was schnell machen. Nicht, dass der da zu spät drüben ankommt. Bröt. Ja, so kommt man auch an eine Starcoin, wa? Das war super. Das war elegant. Grrr. Nein.
Na gut, nochmal das Ganze. Na, die eine Münze jetzt, die ärgert mich, dass ich die nicht mit erwischt habe. Jo, was haben wir denn hier alles so? Keine extra... Moment mal, die habe ich doch vorhin schon aufgemacht. Das hätte ich mir doch merken können. Gut. Ja, ich sehe dich, Buhu. Mensch, hier muss es doch irgendwo noch... Naja, da war es wohl nur so ein Bonusraum. Also doch die obere Tür. Ey, geht's wohl wieder nach oben hier? Nee. Alkohol, du böser Geist. Auch wenn du mich zu Boden reißt, ich stehe auf, du bockst mich nieder. Ich kotz dich aus und sauf dich wieder. Nein, diesmal nicht. Eher setze ich einen Haufen vor die Tür. Ich meine, auch wenn es dann stinkt, vor Gestank tot umfallen können die Geister hier auch nicht mehr. So, dann nehmen wir diesmal den... Habe ich schon mal erzählt, dass ich Trolltüren hasse? Dieser kleine Wichser musste natürlich auch... Ach nee, das war ja die... Mist. Mist, Mist, Mist. Ach, der Peacewitch regeneriert sich? Das ist mir nie aufgefallen. Also... Stichwort Wien übrigens. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich wollte auch schon immer mal nach Wien, um das Grab von Falco zu besuchen, weil, ja, ich fand seine Musik damals ziemlich gut, weil ich auch in der Zeit aufgewachsen bin. Hä? Was? Warum zum Teufel zeigt er mir... Aha! Jetzt habe ich's. Wisst ihr, manchmal bin ich von Geisterhäusern genervt und denke mir immer so, ach, die nehmen doch voll das Tempo raus. Aber andererseits, ja, es ist manchmal doch eine willkommene Abwechslung. Ah, ja, ich erinnere mich wieder an die Stelle. Der Große? Ja, das sind Papa und Mama. Die anderen sind die Kids, oder was? Was? Ich war mal in Wien und ich hab's gehasst, lag aber an den Menschen, mit denen ich da... Ja, die Klassenfahrt hast du mir ja damals schon erzählt. Und da hast du mein absolutes Verständnis. So. Ah, Mann. Einmal strecken.
Hey, Moment mal, war das nicht immer so, dass man nach dem Geisterhaus auch speichern konnte? Weil ich wollte doch jetzt... Ja gut, Leute, in dem Fall... Oh, scheiße. In dem Fall werde ich das Schloss von Wendy noch machen und dann hören wir hier auf. Scheiße. Wir sind mal so dreist. Ja, jetzt kann ich den Viecher natürlich aus dem Weg gehen, weil ich das richtige Timing habe. Stern verschwendet. Ja, oder auch nicht. Ja, jetzt fühle ich mich schon wieder besser hier. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, oh, Leute. Was war das für ein scheiß Glück? Ich habe mich schon wieder tot gesehen. Leute, das, Alter, wann habe ich denn mal Glück? Irgendwas läuft hier falsch. Die Münzen liegen nicht umsonst da. Hm? Oder doch? Toll. Auf die Starcoin, wenn da ein Wump in der Nähe ist. Den will ich mal nicht so sehr provozieren. Baby-Wump. Oder Swimp, oder wie die heißen. Ach Gott. Bam. So richtig Bam in die Fresse. Ja, es war genau wie damals. Dass ich deine Freunde fertig gemacht habe. So richtig Bam hat das gemacht, verstehst du? Bam! Na, wer kennt's doch? Wer kennt's doch? Wer kennt's doch? Das war noch aus der guten alten YouTube-Zeit, wo jeder irgendwie nur Quatsch gemacht hat. Irgendwie, wo alles wirklich nur aus Spaß war. Und ja, diese ganzen Nachsynchronisierungen. Ah, Bruce Bam Lee. Müsst ihr mal suchen, falls ihr es nicht kennt. Das ist schon ziemlich alt, also wundert euch nicht über die Auflösung. Aber Bruce Bam Lee ist geil. Das war, glaube ich, damals sogar das erste Video, was ich auf YouTube gesehen habe. Oh ja. Japan Power. Ich möchte ja einmal als Gamer, besonders als Gamer, möchte ich irgendwann mal nach Tokio Akihabara besuchen. Das hier, den Stadtteil. Das ist ja, dieser Stadtteil ist ja nur auf Gamer ausgelegt. Alles voller Game Stores und so weiter. Ja. Wir haben mal wieder tolle Themen hier im Chat. So. Und jetzt grillen wir noch Wendy zum Ende des Streams. Mario freut sich auch schon, sich zu grillen. Juhu! Was macht der denn hier? Geh weg, du Ziegenbock! Ja, notfalls zünde ich sie einfach an. So. Wisst ihr, was auch mal ein nettes Power-Up wäre? Neue Schneestiefel oder sowas für Mario. Und die Schneestiefel, die sind dann dafür da, dass man auf diesem Eisboden oder Schneeboden nicht mehr rutscht. Das wäre doch mal was, oder? Oh, wir haben zu viele Konsolen. In der WG. Ja, Scarlett und ich leben in der WG, für alle, die es nicht wissen. Yay!
Okay. Also. Wir wären dann soweit fertig für heute, würde ich sagen. Und hat mich gefreut, dass ihr da wart. Also, man sieht sich hoffentlich wieder. Ciao.